Wenn der Crash-Papst an die Börse geht und Aktien kauft, welche werden das denn wohl sein? Ich habe mit Professor Dr. Max Otte darüber gesprochen, in welche Werte er investieren würde. Mehr dazu jetzt in diesem Interview. Wo sollen Anlegerinnen und Anleger denn derzeit eigentlich noch investieren in diesen unsicheren Zeiten? Und darüber möchte ich jetzt mit jemandem sprechen, der sich einen Namen dadurch gemacht hat, dass er über den Crash an den Aktienmärkten viel geschrieben hat. Und wie der investieren wird, das erfahren wir gleich von ihm selber, von Professor Dr. Max Otte vom Institut für Vermögensentwicklung. Hallo, Herr Otte. Danke, Kerscher, freut mich. Herr Otte, ist es denn immer noch so, dass ein Crash an den Aktienmärkten zu befürchten ist? Oder wie schätzen Sie die allgemeine Lage denn derzeit ein? Also der Crash kommt, habe ich ja 2006 geschrieben, dann kam er 2008 und dann war ich ja relativ viel in den Medien und dann habe ich vor 3 Jahren ein Buch geschrieben, Weltsystemcrash. Da geht es aber mehr um das allgemeine politische System, das aus den Fugen geraten ist. Das merkt man ja auch, Populismus, Krieg, Inflation, das passiert jetzt ja auch gerade. Aber in so einer Zeit muss nicht unbedingt der Assetmarkt crashen, also der Aktienmarkt muss nicht crashen, denn wo soll das Geld hin? Also es ist ja immer noch viel Überschussliquidität da, wir haben hohe Inflation, also es wird politisch einiges passieren, es werden auch Vermögen vernichtet werden, es wird auch umverteilt werden, aber es muss nicht durch einen Aktienmarktcrash passieren. Wir sind weiter bullish, wir bleiben investiert größtenteils und ich bin ja auch, wenn Sie meine Prognosen anschauen der letzten 20 Jahre, ich glaube, die Crash-Prognosen sind bekannte, aber 80% meiner Empfehlungen sind bullish, sind Kaufempfehlungen oder Halteempfehlungen und darüber werden wir heute sicherlich auch noch sprechen. Dann führen wir heute ein bullisches Interview und kein Crash-Interview. Wir sind gespannt. Beginnen wir doch mal, wir haben einige Werte sozusagen miteinander abgesprochen. Wir beginnen erstmal mit einem Wert, wo man sagen kann, nur so, ach ja Mensch, da geht ja irgendwie jeder rein, das ist ja keine große Kunst. Amazon. Was finden Sie denn an dieser Amazon-Aktie eigentlich jetzt noch so spannend? Naja, was sagen Sie, ist keine große Kunst. Ich meine, soll es spannend sein, soll es interessant sein, soll es aufregend sein oder wollen Sie Geld verdienen? Das ist die Frage. Und ein Unternehmer hat mir mal gesagt, und da muss ich sagen, hat er recht eigentlich, wenn ich in ein einziges Unternehmen investieren wollte, wo ich sagen würde, das ist in 10 Jahren noch da und macht ein gutes Geschäft, dann wäre das wohl Amazon mit seiner Marktmacht. Es gibt andere, die man auch nehmen könnte. Also grundsätzlich glaube ich einfach, dass sie sehr viele Märkte besetzt haben und zwar nicht nur im Online-Handel. Jetzt haben sie iRobot gekauft, den Hersteller von, den hatten wir auch mal im Programm, den haben wir auch sogar empfohlen. Das ist ein Small Cap oder ein kleineres Unternehmen, die machen eben Haushaltsgeräte. Und da kann natürlich Amazon schön Daten einsammeln. Also sie wachsen eben auch über Akquisitionen, sind in der Cloud ein ganz starker Player. Von daher stehen sie da in der Zukunft gut da. Die Aktie hat korrigiert, sie ist schon wieder ein gutes Stück gestiegen seit der Zwischenkorrektur. Wenn Sie sich weiter keine Gedanken machen wollen, vielleicht Amazon und 2, 3 ähnliche Titel und dann legen Sie sich schlafen. Das ist die alte Costolani-Weisheit. Also ein ähnlicher Titel wäre dann zum Beispiel auch so ein Titel wie Microsoft. Also Microsoft ist ja aus dem Wirtschaftsleben ja quasi überhaupt nicht mehr wegzudenken. Richtig. Und Microsoft galt so im Jahr 11, 12 als ein Unternehmen, das zum alten Eisen gehörte. Das war ja kurz noch vor dem Börsengang von Google, der war ja 2012. Dann kam ja so diese nächste Generation. Aber gut, Microsoft musste zwischendurch auch ein paar strategische Probleme lösen, aber sie sind natürlich wie eine Spinne im Netz. Und was passiert ist, die haben ja ihr altes Hoch von dem Jahr 2000, haben sie erst im Jahr 2016 wieder erreicht. Also 16 Jahre Kursrückgang oder Stagnation. Aber was passiert ist, ist Folgendes. Das Unternehmen ist kontinuierlich Jahr für Jahr gewachsen. Die Gewinne sind gestiegen, ein tolles Business. Aber es war natürlich im Jahr 2000 auch mit über 100 KGV bewertet. Und dann fielen die KGVs, die Erwartungen fielen. Das Unternehmen hat sich aber gut weiterentwickelt. Auch wieder Costolani, die Wirtschaft läuft weiter, aber die Börse ist mal im Rückwärtsgang. Und weil das so lange gedauert hat, haben immer mehr gedacht, das ist ein alter Hund. Ich habe das Unternehmen für meinen PI-Vermögensbildungsfonds im Hamburger Überseeclub vorgestellt, 2014, als Liquiditätsersatz. Und da hat sich einer ereifert in der letzten Reihe, das wäre unseriös, als Professor könnte man doch keine Aktie als Liquiditätsersatz vorstellen. Na gut, ich wusste dann nicht, was ich darauf antworten sollte. Es war ein ziemlich aggressiver Ton, habe ich das so übergangen. Nachher stellte sich heraus, es war ein Bondmanager einer dort ansässigen Bank. Klar, der ist mir dann etwas mehr auf die Füße gelatscht, aber seitdem hat die Aktie 500-600% gemacht. Die war im letzten Herbst mit einem KGV von über 40 schon wieder
etwas teuer, jetzt kein Blasenterritorium. Wer es hatte, hätte auch nicht verkaufen müssen. Jetzt sind wir beim KGV von 5,26. Das ist für so ein Qualitätsunternehmen angesichts der Herausforderungen, angesichts der Krisen, die auf uns zukommen, nicht zu teuer. Also mit Amazon und Microsoft zusammen hat man, glaube ich, eine ganz gute Basis. Würden Sie heute diesem Bondmanager sagen, jawohl, Aktien, zumindest die Microsoft-Aktie, ist ein Liquiditätsersatz? Na, heute ist es eben nicht mehr so. Damals war notierte Microsoft, muss ich das auf der Zunge zergehen lassen, beim KGV von 12. Also ich habe gesagt, sicheres Geschäftsmodell, das Unternehmen wächst, das ist aus unserer... Und so übertreibt die Börse eben manchmal auch nach unten, wenn das lange dauert. Und dann gucken die Leute weg. Und ich habe gesagt, nee, das ist Liquiditätsersatz. Bei einem KGV von 26 ist es das nicht. Denn da kann die Aktie natürlich auch mal auf einen KGV von 17 oder 18 fallen. Das sind dann mal eben 30% oder 25 minus. Das kann immer passieren bei Aktien. Besonders wenn sie jetzt so wie Amazon fair bewertet sind. Aber es ist ein gutes Langfristinvestment. So würde ich das sagen. Jetzt muss ich versuchen, den Bogen von zwei internationalen Multiunternehmen, muss man sagen, von Amazon und Microsoft, hin zu einem deutschen Mietwagenbetreiber zu kriegen, zu Sixt SE. Aber die Verbindung ist wahrscheinlich einfach die, es ist ein interessantes Unternehmen und eine Aktie, mit der man Geld verdienen kann. Warum? So ist es. Und was wir uns neben diesen wirklich Big Techs angucken, die im Trend sind, wir schauen uns auch Ölwerte an und Energie, da glauben wir auch dran, aber inhabergeführte Unternehmen sind immer was Besonderes. Also wenn der Inhaber lange bewiesen hat, er kann es, dann ist das schon mal ein ganz, ganz dicker Pluspunkt. Und Sixt kann es. Ich meine, die Aktie hat auch ihre Schwankungen. Sie ist jetzt auch nicht mehr billig. Sie ist auch kein Liquiditätsersatz. Aber Mobilität brauchen wir. Ob Daimler und BMW in 10 Jahren noch ihr Geschäft so betreiben mit der Elektromobilität. Aber Sixt hat Mietverträge, es leased Fahrzeuge. Was ganz anderes, kann sich ganz anders auf die neue Welt einstellen. Ist ein inhabergeführtes, mittlerweile globaler oder zumindest international breit aufgestellter Mittelständler. Und in der letzten Krise, der Corona-Krise, als eben Hertz pleite ging in den USA, da hat Sixt die Chance genutzt, ist expandiert. Also ich war jetzt mit meinem Sohn in den USA, habe mir Colleges angeschaut für ihn, der macht nächstes Jahr Abi. Wir sind dann in Boston gelandet, haben natürlich geguckt, was macht Sixt, hat einen Sixt-Mietwagen, die waren auch sehr teuer und trotzdem, also das zeigt, sie haben auch Preissetzungsmacht. Und dann waren wir in Denver, von Denver aus sind wir zurückgeflogen und da gab es auch Sixt. Also das finde ich mal klasse, dass ein deutscher Mittelständler sich international behauptet oder wächst, während große Konkurrenten vom Markt verschwinden. Also das da glaube ich weiter dran. Und ich meine, die Aktie ist 2003 schon mal im Tief gewesen. Sie ist dann in der Finanzkrise noch mal im Tief gewesen. Die ist volatil, das ist keine Frage. Da muss man sagen, das Geschäftsmodell, der Markt stimmt, der wächst weiter. Und das Management hat bewiesen, dass es das kann. Und das ist dann für uns das Hauptargument. Und Sixt hat ja, das merke ich hier in Berlin, sich natürlich auch relativ schnell einen guten Namen gemacht im Carsharing-Bereich. Ist also nicht mehr nur klassischer Mietwagenbetreiber. Ja, unser nächstes Unternehmen, nicht ganz so bekannt wie die Sixt AG, aber trotzdem, Bechtle. Bechtle ist ein IT-Systemhaus aus Neckarsulm und hat 13.000 Mitarbeiter, macht 5 Milliarden Umsatz. Das ist eine echte Nummer. Das sind echte Pfennigfuchse, also IT-Systemheißer. Sie machen Netzwerke, sie verkaufen auch Komponenten, sie richten Netzwerke ein. Also dieses tägliche Geschäft, das muss ja gemacht werden. Und das ist ein Geschäft mit niedrigen Margen. Also man muss verstehen, Geld zu sparen. Man muss verstehen, das effizient zu machen. Das kann man als Mittelständler wahrscheinlich besser als Konzern. Sie kaufen auch viele kleine Unternehmen mal immer wieder, die dann doch zu klein geworden sind. Und auch hier haben wir eine starke Eigentümerfamilie dahinter. Auch hier ein deutscher Mittelständler, kein Hidden Champion mehr, also kein ganz verstecktes Unternehmen. Aber das ist schon auch mit langer Markterfahrung. Und die Aktie hat eben stark korrigiert. Auch hier gibt es Übertreibungen, wie das bei Microsoft im Jahr 2000 war. War die Aktie vielleicht vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren etwas teuer. Sie hat fast 40% korrigiert, aber langfristig ist der Weg frei. Von daher jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Und wenn man sie dann einmal hat, dann sollte man auch dabei bleiben. Ja, ist denn das nächste Unternehmen vielleicht ein Hidden Champion? Atos Software. Die machen Personalmanagement-Software, kommen aus München, haben so über 600 Beschäftigte. Ein Hidden Champion für Sie? Ja, die sind ja noch mal kleiner. Ist ja noch mal was Spezielleres als Sixt und noch mal spezieller als Bechtle. Bechtle sind ja nun schon große Mittelständler. Sixt ein globaler Mittelständler, Bechtle ein europäischer Mittelständler. Atos ist wirklich letztlich noch ein kleiner Mittelständler. Die haben bis letztes Jahr gab es den Gründer, den Herrn Obereder, und einen Vorstand für Finanzen. Also es gab zwei im Vorstand, das war's.
Wir haben spezielle Nische, also Personalplanungssoftware für Konzerne, für Behörden, aber auch europaweit. Wir haben amerikanische Konkurrenten, die kommen aber nicht so recht in Europa rein, weil sie den europäischen Markt nicht verstehen. Der ist zu zersplittert, da muss dann auch ein Mittelständler rein. Also Atos Software ist schon was Spezielleres, was Kleineres. Da sind auch, das ist auch nochmal marktenger, also da muss man dann mit Limit reingehen. Also es ist schon was für Spezialisten, aber auch hier, die haben wir in einem unserer Fonds, dem PI Global Value Fonds, seit 2012 und haben so ungefähr 2500% plus gemacht. Sie ist trotzdem, also sie hat jetzt korrigiert, die Aktie, hat schon wieder vom Tief was aufgeholt. Sie haben mit Atos 2500% gemacht? Ja. Oh ja. Also die ist seit 10 Jahren im Fonds. Das ist so ein Dauerinvestment. Ich meine, sie ist jetzt auch nicht billig. Das muss man dazu sagen, obwohl sie unter ihrem alten Hoch notiert. Das ist dann was, was man in kleinen Maßen machen sollte und dann auch wirklich lange dabei bleiben, weil man sagt, man glaubt an dieses Management, an diese Nische. Ich meine, die haben sich bewährt, die waren schon am neuen Markt, haben natürlich den Absturz voll mitgemacht und sind im neuen Markt eben an die Börse gegangen, immer unter demselben Inhaber und Manager. Und er bekommt auch oftmals Übernahmeangebote aus Amerika. Er sagt, nein, es macht ihm Spaß. Außerdem hat er Nachwuchs im Unternehmen. Und das ist eine Story, an die wir langfristig glauben, aber bitte mit Vorsicht, mit Limit rein und auch dann, wenn man es hat, auch das alles Unternehmen, die ich jetzt genannt habe, die man aus meiner Sicht liegen lassen sollte, wenn es auch mal rappelt, weil es langfristig ist. Zu Atos noch eine Nachfrage. Wenn Sie sagen, die Aktie ist nicht billig, ne, und da sollte man mit Vorsicht reingehen, warum sollte man denn reingehen, wenn man mit Vorsicht und nur mit Limit reingehen sollte? Ja, wir wissen nicht, wie billig sie noch wird. Sie können natürlich, wie Buffett das so sagt, man liegt wie eine Krokodil auf der Lauer im Fluss und einmal im Jahr kommt der Fisch vorbei und dann schlappt der Kiefer zu, man hat den Fisch und das reicht dann fürs Jahr. Buffett sagt auch, eine Idee pro Jahr, die er umsetzt, reicht ihm, um tolle Renditen zu machen. Natürlich können Sie sagen, okay, vielleicht kommt noch die nächste Verwerfung und Atos wird nochmal billiger. Kann alles passieren, bin ja kein Hellseher dort. Die Ausgangsfrage war ja, wenn Sie jetzt Geld gespart haben, wenn Sie was auf dem Konto haben, soll das, was macht man damit? Geht man auch an die Börse, lässt man alles auf dem Konto liegen? Also ich habe Ihnen jetzt ein paar Aktien genannt, von denen ich glaube, dass Sie damit, wenn Sie Geduld haben, Geld verdienen werden, weil Sie gut dastehen in Ihren Geschäftsbereichen. Aber ob Sie jetzt bei allen 5 jetzt zuschlagen sollten oder sich vielleicht mal 2 oder 3 davon nehmen sollten, deswegen haben wir auch einen kleinen Blumenstrauß präsentiert mit verschiedenen Blümchen, welche Sie dann pflücken, das ist natürlich Ihnen überlassen. Aber ich würde natürlich schon ein Basisinvestment, also einen großen Weltkonzern auf jeden Fall machen oder 2, die dann aber auch behalten. Es kann sein, dass es im Herbst nochmal rappelt. Bisschen Reserve kann man sich ja behalten im Portfolio. Aber der Juli war sehr gut. Wir sind voll investiert seit ein paar Wochen, fast voll, nicht ganz. Der Juli war in einigen Fonds plus 10%. Das wird natürlich nicht so weitergehen. Vielleicht war es auch nur eine Zwischenerholung. Das weiß man erst hinterher. Aber aus meiner Sicht gibt es genug Aktien, die man jetzt guten Gewissens kaufen kann, auch wenn es dann vielleicht nochmal korrigiert. Das war's. Ja, aber einen kleinen Blumenstrauß haben wir jetzt gesprochen. Aber abschließend, Herr Otte, weil wir jetzt Costolani zitiert hatten, Warren Buffett. Was ist denn Ihr Lieblingszitat von Costolani oder Buffett? Wow, also eins, was ich mir eigentlich an die Wand hängen sollte, weil ich immer besser schaffe, aber noch nicht immer hundertprozentig, was Buffett oder auch sein Partner Munger gesagt haben, wir haben unser Geld mit dem Hintern verdient, indem wir sitzen geblieben sind. Das ist ganz, ganz wichtig, also möglichst gelassen rangehen. Also das finde ich ein wichtiges, ob es mein Lieblingszitat ist, aber das müsste ich merken. Ja, ich muss Ihnen jetzt auch noch das nennen, was ich so sagen, sehr originell finde von Costolani. Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mir Aktien als Idioten gibt oder umgekehrt. Das sind doch. Gelassenheit ist jedenfalls sicherlich eine gute Empfehlung für Menschen, die sich sozusagen engagieren wollen, die investieren wollen. Und das war ein Gespräch mit Professor Dr. Max Otte vom Institut für Vermögensentwicklung. Vielen Dank für dieses Gespräch heute. Vielen Dank und alles Gute.